Mein Name ist Peter Enz, bin 56 Jahre alt, Meraner, und trete am 3. Mai als Bürgermeisterkandidat für Meran für die Freiheitlichen an. Gemeinsam mit Otto Sepp Waldner und Romy Brucker möchten wir gemeinsam mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten den Meraner Bürgern ein Angebot bieten, wenn sie mit dem derzeitigen Bürgermeister oder den anderen Bürgermeisterkandidaten nicht einverstanden sind, können Sie uns Ihre Stimme geben. Wir treten ein für Meran, für die Bürger. Weniger ist mehr, weniger Verkehr, mehr Lebensqualität, weniger Steuern und Tarife, mehr für die Familien, mehr Einsatz für unsere Senioren. Diese sind unsere Hauptanliegen und ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Stimme geben. Die letzten 3 Wochen haben gezeigt, dass in der Kurstadt Meran ja bereits 3 große Player zu erwarten sind. Das ist zum einen der amtierende Bürgermeister Rösch mit linksgrünem Hintergrund, Unterstützung von der linksgrünen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Volkspartei, die altbekannten Politstrategen, die hier in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft versuchen, einen unabhängigen Kandidaten nach vorne zu bringen. Und als 3. große Einheit wäre eben ein bunter Strauß, ein bunter Mix an italienischen Parteien, die eigene Kandidaten auch ins Rennen führen. Und hier bin ich froh, dass wir Freiheitliche eine Alternative bieten unter dem Motto gerecht, vernünftig, unabhängig. Wird Peter Enz und wird die Meraner Mannschaft in den Gemeinderatswahlkampf ziehen, und ich glaube, es ist einfach eine sehr gute Alternative für all jene, die sich weder im linksgrünen Bereich noch bei der Systempartei Volkspartei zu Hause fühlen.